So, moin. Wieder mal zum Thema Anker ein bisschen was. Ich habe alles, denke ich mal, fast alles vorbereitet. Also hier ist erstmal die Winch. Na, alles wieder zusammen. Ich habe das hier alles eingedichtet und mit Keramikpaste eingeschmiert. Hier unter der Dichtung ist auch ein bisschen Dichtmasse drunter hier, ne? Ja, ansonsten neues Fett rein in die Bremse hier und ja, läuft schön fluffig, geht super, kann man hier anziehen, klemmt sie. Öl ist auch neues drin, ich habe genommen 75W140 Hybridöl, also GL5, ne? Das ist ein Hybridgetriebe und das. Dann habe ich hier zweimal 10 Meter 35 Quadrat Kabel. Das Lustige ist, irgendwie hier kostet 4,80 Euro der Meter, hier auch. Und beim roten Kabel hätte das gekostet 7,20 Euro der Meter. Habe ich gesagt, okay, nehme ich blau für plus und schwarz für minus. Ja, mal kurz hier, schönes Kabel. Dann habe ich hier eine Sicherung, 100 Ampere. Die Winch braucht 83, ich hoffe mal, dass die reicht. Und hier schon Anschlusshülsen für 35 Quadratkabel, die passen also hier genau hier drauf. Ich habe mir mal hier so einen Kettenhaken gekauft für eine 8mm Kette. Da gibt es keinen an Bord. Und dann habe ich mir eine Ankerfernbedienung selber gebaut. Also Anker auf und Anker ab. Die für irgendwie 30, 40 Euro zu kaufen war mir zu teuer. Und da habe ich mir einfach so ein kleines Alukastel gekauft. Plus minus. Hier eine schöne Kabeldurchführung, wasserdicht. Und hier einen wasserdichten Stecker, der dann an Bord gesteckt wird im Ankerkasten. Und dort ist das Gegenstück, das habe ich jetzt noch nie hier, das habe ich vergossen gerade, das kann ich jetzt nicht zeigen. Das ist dann praktisch der wasserdichte Borddurchlass. Dann, eine Kiste, ist das Ankerrelais, also hier auf und ab und zentraler Punkt. Und hier schaltet das dann entweder die Bäden oder die Bäden und damit geht das auf die drei Kabel von der Ankerwinch. Und auf die drei Kabel von der Ankerwinch kommen hier ran, auch natürlich mit entsprechenden Presshülsen. Ich habe hier auch noch 8 mm bestellt, das sind jetzt 6. Ich habe es bloß erstmal reingelegt, dass ich es nicht vergesse. Genau, und das wird dieses Wochenende alles auf dem Schiff eingebaut. Mal gucken, wo ich diese dicken Kabel lang ziehe. Geht klar. Das wäre es auch schon. Bis später. Tschüss. Achso, ich habe noch eins vergessen. Hier habe ich Durchlässe für die Kabel, wenn die vom Feuchten ins Trockene gehen. Da habe ich einfach solche Dinger hier, die sind ja am Kasten, die sind vor Sonne geschützt. Und dann habe ich hier noch einen Schaler. Und der wird hinten ins Cockpit eingebaut, dass ich den Anker aus dem Cockpit bedienen kann. Ja, das ist, denke ich mal, ganz, ganz praktisch, wenn man alle Einhand unterwegs ist. Geht klar. Das wär's. Tschüss.